Eigentlich nach Sichuan kam ich ja, um mir handzeitliche Gräber anzugucken. Und dieser Plan wurde jetzt jäh vereitelt, weil nämlich das Museum einfach geschlossen hat, wo man die Jiangko Yamu, also die Jiangko Felsgräber betrachten kann. Ich hoffe aber, dass ich in der Nähe noch irgendwas anderes finde. Man hatte ja einen ganzen Haufen von Gräbern gefunden. Jetzt zeige ich euch erstmal ein paar Figuren, die stammen auch aus der östlichen Hanzeit, sind auch in Gräbern gefunden worden. Und zwar diese hier in einem Grab in der Nähe von Imeishan. Insgesamt sind hier 4 Figuren ausgestellt, ein Zinnspieler, ein Huhn, dann hier der Herr zur Linken mit seiner Schaufel und auf der rechten Seite ein Schwein. Das heißt also, man hat verschiedene, man hat als Grabbeigaben Figuren ausgewählt, die ja, Figuren oder Dinge aus dem täglichen Leben darstellen, wie wir das ja zum Beispiel auch schon bei diesen Häusern gesehen haben oder bei verschiedenen anderen Grabbeigaben. Also hier haben wir einen Arbeiter, der mit seinem Werkzeug dasteht. Und eines der in China am häufigsten gehaltenen Nutztiere jener Zeit, nämlich das Schwein. So, hier haben wir einen Steinsarg, der leider höchst unpraktisch mit einem dicken roten Absperrband davor ausgestellt wird. Diese Steinsärge und allgemein Steinschnitzereien sind hier der Grund, warum ich überhaupt hierher kam. Dieser hier wurde auch in Sichuan gefunden und er zeigt ein ganz typisches Motiv in Gräbern der östlichen Hanzeit, nämlich die Si Wangmu, die Königin Mutter des Westens. Wir sehen sie. Finger, wo kommst du ins Bild? Du kommst gar nicht ins Bild, da ist er. Wir sehen sie hier sitzen auf einem Thron. Sie hat zu beiden Seiten Tiere, einen Tiger und einen Drachen. Ich hoffe, wir sehen gleich noch eine andere Darstellung irgendwo. Unter anderem hat sie auch verschiedene Begleiter, wie zum Beispiel einen Hirsch oder, ups, hier, einen Fuchs mit 9 Schwänzen. Ist auch ein ganz typisches Begleittier. So. Und nun habe ich eine Theorie. Also es gibt die Theorie, in früheren Darstellungen der Si Wangmu wird sie immer im Dreiviertelprofil gezeigt. Wenn wir uns hier aber ihre Sitzposition ansehen, dann sitzt sie uns frontal gegenüber. Und man geht davon aus, dass das ein buddhistischer Einfluss ist, weil auch Buddha immer frontal gezeigt wird oder fast immer frontal gezeigt wird. Und da geht man halt davon aus, dass die buddhistische Kunst die Darstellung der Si Wangmu so beeinflusst hat, dass man auch dazu übergegangen ist, sie in Frontalperspektive zu zeigen. So, jetzt habe ich die Theorie. Man sieht ja, jetzt muss ich wieder treffen, muss mein Finger auch, gut. Man sieht ja, dass hier so Dornen aus ihrer Schulter kommen. Und ich habe mir mal verschiedene, Darstellungen von frühen Buddhas, verschiedene frühe Buddha-Darstellungen angeschaut, in China und entlang der Seidenstraße bis hin nach Gandhara, also Afghanistan und Pakistan. Und mir ist aufgefallen, dass bei den frühen Darstellungen diejenigen, die irgendwie Flammen zeigen oder einen Flammennimbus haben, dass da die frühesten in China auftauchen. Und die Darstellung dieses Flammenmotives dann erst später auch in Zentralasien und in Gandhara auftaucht. Und jetzt habe ich die Vermutung, dass eventuell hier auch die chinesische Kunst auf die buddhistische Kunst abgefärbt hat und dieses Element der Flammen, das später in ganz Ostasien Verbreitung fand und in vielen Nimben verarbeitet wurde, dass das dann umgekehrt von China auch nach Westasien ausgestrahlt ist. Und eventuell war diese Si Wangmu mit ihren Fortsätzen dort auf der Schulter die Urheberin des ganzen Dramas.
Also man sollte das jetzt nicht missverstehen. Die Darstellung eines Nimbus gab es natürlich in Indien und in Gandhara auch. Die haben wir hier bei der Siwangmu nicht. Allerdings das Element der Flammen war dort unbekannt. Und die frühesten Flammendarstellungen stammen von Stücken, die zwischen dem 4. und 5. Jahrhundert ungefähr datiert werden in Gandhara. Von daher ist es gut möglich, dass das tatsächlich von China rüberkam. Auch ganz typisch für die handzeitlichen Gräber hier in Sichuan sind solche bösen Geister- oder Dämonenabwehrer. Man nennt die Bixie. Und man sieht auf dem Rücken dieses Tierchens so eine Plattform. Die wurden natürlich am Eingang aufgestellt und wahrscheinlich haben die irgendwie einen Torpfosten oder ähnliches getragen. Das sind Mischwesen. Der hier zeigt eindeutig greifenähnliche Züge. Er hat ja einen, naja, ganz genau möchte ich es nicht bestimmen, aber er hat einen Raubtierkopf. Er hat Füße, die ähnlich aussehen wie die eines, entweder einer Raubkatze oder eines Hundes. Das ist auch nicht so genau definierbar. Er hat sogar einen Kinnbart. Und was man auch aber sehr gut sehen kann und was eindeutig definierbar ist, ich gehe mal wieder mit dem Finger davor, er hat hier ein Flügelchen. Also eindeutig ein relativ greifenähnliches Tier. Würde ich die Dinger am ehesten mit Wasserspeiern vielleicht vergleichen, die man ja hier bei uns an Gebäuden auch sehen kann. Halt einfach, dass man böse oder grimmig dreinschauende Figuren darstellt, um damit das Böse selbst zu verschrecken. Das war in Asien sonst auch an verschiedenen Stellen möglich und üblich. Wenn wir uns zum Beispiel in der buddhistischen Kunst die Lokapala anschauen, die Weltenwächter, dann sind die meistens auch sehr grimmig und sehr zornig und sehr böse dargestellt. Und es gibt auch Dachziegel, die auch Dämonenfratzen zeigen, die dann entsprechend auch das Böse durch ihre eigene Scheußlichkeit vertreiben sollen. Hier ein weiteres Bixie, diesmal ein bisschen eindeutiger als Greif identifizierbar. Also das Tierchen hier hat eindeutig einen Löwenkopf mit seinem typischen Raubtiergebiss. Hat auch wieder so ein Kinnbärtchen unten vor sich herhängen und hat auch am Ansatz der Vorderbeine und am Ansatz der Hinterbeine Flügel. Auch hier kann man wieder davon ausgehen, dass da irgendwas drauf oder drin befestigt wurde. Wir sehen hier am Rücken so eine Spirale. Und wenn man das Ganze von oben betrachtet, dann sieht man, dass da so ein kleines Loch drin ist. Ich hebe die Kamera jetzt in der Tat mal hoch. So, denke ich mal, sieht man das ganz gut. Also da ist ein Loch, wo man in der Tat was versenken und befestigen konnte. Also dieses Tierchen nochmal als zweites Beispiel für ein Bixie, also ein Dämonenvertreiber oder Geistervertreiber. Es wurden nicht unbedingt solche Monster und Fabelwesen dargestellt oder so greifenähnliche Wesen, sondern teilweise auch welche, die im Zusammenhang mit den fünf Elementen stehen oder mit der Astrologie. Hier sehen wir Xuan Wu. Xuan Wu wird manchmal auch als der dunkle Krieger bezeichnet. Wird aber meistens als eine Schildkröte, die von einer Schlange umschlungen wird, angezeigt. Wir sehen hier vorne die zwei Köpfe, der linke gehört zur Schildkröte und der rechte gehört zur Schlange. Und wenn wir uns den Schildkrötenpanzer ansehen, dann sehen wir wieder einen Schlangenkörper drumherum verläuft. Oben auf dem Rücken bildet dieser Schlangenkörper wieder eine Schlinge und da ist wieder ein Loch drin, also konnte man da wieder was drin hineinstellen oder befestigen.
scheint wohl auch eine Torfigur gewesen zu sein oder eine Figur, die man irgendwo hingestellt hat, um einen Pfosten oder eventuell sogar eine Fahne oder Flagge oder ähnliches oder ein Banner zu befestigen. Xuan Wu, der dunkle Krieger, ist dem Norden zugeordnet und der Farbe Schwarz. Im Süden haben wir ja den roten Feuervogel. Im Westen haben wir den weißen Tiger und im Osten haben wir den grün-blauen Drachen. Und das fünfte Element ist in der Mitte, das ist die Erde. Und die hat die Farbe Gelb.